Bei einem Angriff der Hisbollah-Miliz auf ein Ausbildungslager der israelischen Armee sind 4 Soldaten getötet und weitere 60 Menschen verletzt worden. Es war der bislang opferreichste Angriff seit der jüngsten Eskalation des Konflikts seit dem 23. September. Die Hisbollah erklärte zu dem Angriff in Benjamina, dies sei nur ein Zitat Vorgeschmack darauf, was Israel drohe, wenn es eine Offensive im Libanon fortsetze. Der Militärstützpunkt befindet sich zwischen Haifa und Tel Aviv. Israel und die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon liefern sich seit dem Großangriff der Hamas auf Israel vor gut einem Jahr an der Grenze heftige Gefechte. Diese haben sich in den vergangenen Wochen noch deutlich verschärft. In den vergangenen Tagen gerieten wiederholt UNIFIL-Soldaten zwischen die Fronten, sodass insgesamt 5 von ihnen verletzt wurden. Israel wirft der Hisbollah vor, die Blauhelmsoldaten und UNIFIL-Anlagen als Schutzschilde zu missbrauchen.